Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman. Wir spielen heute das schwer zu fassende Ziel Nummer 16, was leider ein bisschen buggy ist, aber für alle, die das Scouting-Video noch nicht gesehen haben, hier nochmal die Einsatzbesprechung. Good afternoon, 47. Your target is Richard J. McGee, a self-help guru infamous for abandoning his protégés as soon as their money runs out. His current mark is Keith Keeble and the young man's trust fund. His family have turned to the ICA for help in rescuing their son and their money from the guru's clutches. The family lawyer, Catherine Feller, has arranged a meeting with the target in Sapienza, Italy, ostensibly to discuss extending his access to the trust fund, and in so doing has provided us with a window to engage. Note that the contract stipulates that neither the son nor the lawyer, Catherine Feller, may be harmed. The clock is ticking, 47. Good luck. Na, das hört sich doch schon mal nach Spaß an, würde ich sagen. Für den Plan brauchen wir nur ein paar Goldmünzen und das war's. Mehr brauchen wir hier echt nicht. Und ja, wir legen einfach mal los. Mein Plan hat ein, zwei Schwachstellen. Die Spritze habe ich jetzt als Backup-Plan mitgenommen, eben weil mein Plan ein, zwei Schwachstellen hat. Und ich das ja auch nicht 3 Millionen Mal hier versuchen möchte. Auf die Schwachstellen werde ich gleich noch eingehen. Welcome to Sapienza. Catherine Feller has informed us that the target has agreed to the meeting, but has not yet indicated where it will take place. You will need to acquire the target on the ground. Be aware that there seems to be an increased security presence in and around the town hall. Good hunting, 47. Also, das hier unser wunderschöner Anzug. Auf jeden Fall. Und da drüben das Ziel. Die quatschen da so ein bisschen, besprechen, wie sie gleich vorgehen werden. Hier ist das Anwaltsbüro, in das sie dann reingehen werden. Und wir müssen hier hochkrabbeln. Der Herr hier geht gerade weg, das finde ich sehr gut. Hier auf das Fenster müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ja, das kann ins Auge gehen, wenn da der Koch rausschaut. Und dann krabbeln wir einfach hier rein. Und kommen damit auch schon zur Schwachstelle Nummer 1 meines Plans. Nämlich Münze werfen. Wir wollen den Mann, den Guru, eigentlich hier in der Toilette ertränken. So, und dazu ist ganz cool, wenn man... Wow, das hat erstaunlich gut funktioniert. Und dazu ist ganz gut, wenn man hier so Münzen platziert. Auf jeden Fall. Und dann müssen wir nämlich nur noch warten auf den Mann. Ne, werfen dann hier noch eine Münze da so gegen die Wand oder sowas, dass sie hier so schön hin abprallt und dass er die dann finden kann. Und ja, da ist die Anwältin. Hier rechts hat man, glaube ich, gerade schon die Tür gehört. Ne? Da ist noch ein Leibwächter hinter der Wand. Den kann man mit dem Waschbecken hier reinlocken. Das wird dann auch Teil unseres Reserveplans sein. Ansonsten ja, muss der Mann reinkommen, gleichzeitig mit Keith, damit mein Plan funktionieren kann. Dann setzen die sich dann nämlich auf das Sofa, quatschen ein bisschen mit der Anwältin und das gibt dem Leibwächter und dem mit dem Guru befreundeten Anwalt die Gelegenheit, das Zimmer zu verlassen. Und dann können wir die Münze werfen und der Guru wird dann auf die Münze aufmerksam werden und hier reinkommen. Wenn dieses Gespräch nicht stattfindet, weil Keith und der Guru zu unterschiedlichen Zeiten reinkommen, dann funktioniert der Plan hier nicht mehr. Dann haben wir da im Prinzip einen Scheiß, weil das Gespräch nicht stattfindet und ich kann dann jeden im Prinzip hier reindocken, aber nicht diesen Guru-Problem. Und da müssen wir gucken, dass ich da mit einem Reserveplan ja so halb improvisiere. Also der Reserveplan wäre dann, den Leibwächter reinlocken hier mit dem Waschbecken zum Beispiel und uns dann hier durchs Zimmer schleichen und den Guru erledigen drüben zum Beispiel mit einer Giftspritze oder so, wenn der Anwalt gerade nicht hinguckt, irgendwas, weiß ich nicht. Vielleicht können wir den mit einer Münze ablenken oder wie gesagt, müssen wir da improvisieren. Da habe ich noch keinen Plan, wie es funktionieren soll, kann und darf. Und durch die Minimap ist es, also durch die nicht vorhandene Minimap, ist das Ganze natürlich auch immer ein bisschen risky, weil man nicht weiß, wann kommt gerade einer rein und wann nicht. Und ja, ich denke, jetzt werden wir improvisieren müssen hier.
Was ein Problem ist, weil das Gespräch gleich nicht stattfindet. Ne? Ihr werdet sehen. Die setzen sich kurz hin. Zu dem Teil des Gesprächs kommt nichts. Kommt's nicht. Also ich werde mal versuchen, ihn hier reinzulocken. Trotzdem hat er nicht gehört, ne? Ne, hat er nicht gehört. Okay. Dann sammeln wir unsere Münzen hier ein. Überfluten das Waschbecken. Ich werde dann hier mal eben durch. Ja, das Gebiet wird untersucht. Das finde ich gut. Und dann improvisieren wir jetzt halt ein bisschen. Also mein Plan hat nicht funktioniert. Ihr habt es gerade gesehen. Schade, dabei hatte ich mir den Plan so toll vorgestellt. So, ich ziehe den hier so ein bisschen rüber, damit er vielleicht nicht direkt durch die Tür gesehen werden kann, wenn ich die aufmache. Ach was, kam der Typ nochmal wieder oder was war da jetzt los? Auf jeden Fall findet hier das Gespräch nochmal statt. Also kann sein, dass sie nochmal rausgegangen sind irgendwie. Ich habe keine Ahnung. So, und jetzt wird unsere Spritze hier zum Einsatz kommen. Na, schade, sie guckt gerade hier irgendwie. Und verkackt. Das war der falsche. So, okay. Jetzt müssen wir hier rauf. Verkackt. Geil. Also das hat nicht geklappt. Ja, der Anwalt hat sich ja scheinbar gerade umgedreht oder irgendwas. Scheiße. Ach, wäre ich mal bei meinem Plan geblieben. Hat leider nicht funktioniert. Schade. Dumm gelaufen. Das war's auf jeden Fall damit. Ja, beim nächsten Mal wieder. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.